Wir sind uns natürlich bewusst, dass das sicher schwierig wird. Auf der anderen Seite hatten wir auch in diesem Heimspiel beim 6:0 recht gute Phasen. Wir müssen versuchen, diese etwas länger zu gestalten, über 90 Minuten. Und dann wird das sicher auch nicht so schlecht aussehen. Wir haben uns Ziele gesetzt und jeder wird sich da auch in seinen Gegenspieler auch reinbeißen und versuchen, dass er so wenig wie möglich sich in Szene setzt. Und wie gesagt, wir haben das über weite Strecken im Hinspiel oder über einige Strecken im Hinspiel gezeigt, was möglich ist. Haben dann leichte Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben. War dann das Resultat schlussendlich standesgemäß. Nur ich glaube, wir können uns auch an gewissen Phasen auch hochziehen und auch Selbstvertrauen tanken. Ich denke mal, wenn jemand dann gegen einen Gomez oder einen Podolski spielen kann als Abwehrspieler, da muss man nicht groß überlegen. Wenn man dem Parole bieten kann oder dem bearbeiten kann, dann kann man bestimmt auch ein gutes Spiel absolvieren. Du bist aber ein alter Deutschlandfreund, was ich weiß. Wie gehst du mit der Situation um? Ja, es ist klar, dass ich das für 90 Minuten verdrängen muss. Es hat sich so ergeben, dass ich ein Deutschland-Sympathisant immer schon war, was den Sport anbetrifft. Aber es spielt morgen keine Rolle. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Tor zu erzielen, dann werde ich die versuchen wahrzunehmen. Ich an Jogi Löw's Stelle würde selbstverständlich auch von der deutschen Nationalmannschaft nichts anderes als einen ganz klaren Sieg erwarten. Das ist völlig normal. Wie du sagst, Abschlusstraining ist vorbei da im Zentralstadion Leipzig. Gibt es neue Erkenntnisse jetzt noch? Nein, ich denke, es ist eigentlich alles klar, so wie sich die Tage jetzt abzeichnet hat, auch mit der Mannschaft. Es ist jetzt, diesmal haben wir auch nicht ein grosses Geheimnis aus der Mannschaft gemacht. Eigentlich. Von Anfang an habe ich so trainieren, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe, zu spielen. Mal macht man es so, mal lässt man die Spannung bis zum letzten Moment offen. Diesmal war mir entschieden, dass eigentlich die Mannschaft relativ früh weiss, wie wir da antreten wollen. Wie gross ist die Hoffnung von Klaus Tschütscher, dass es heute Abend eine Überraschung gibt? Ja, ich bin ja ehemaliger Sportminister, jetzt Regierungschef. Mein Herz schlägt natürlich für unser Land, ist klar. Ich glaube, man muss aber realistisch bleiben. Heute Morgen noch mit dem Hugo Quadra telefoniert, das ist ein neuer Sportminister. Er ist ganz, er ist sehr euphorisch. Er hat knappe 2-1 Niederlage getippt. Ich denke, das wäre sehr ehrenvoll. Ich hoffe, dass wir ein Goal schiessen. Wir haben daheim schon sehr viele Chancen gehabt. Wenn uns das klingt, dann glaube ich, haben wir einen guten Erfolg. Und ich denke, für die Psychologie der Spieler wäre es wichtig, dass sie am Anfang sehr, sehr gut mitheben können.